dieses Jahr ein ganz neues Produkt gelauncht, der Horse Club. Was hat es denn damit auf sich? Ja, der Horse Club erwacht 2018 zum Leben, weil die vier Mädchen, das sind einmal die Sophia auf ihrem Pferd Blossom, dann haben wir hier die Lisa mit ihrem Pferd Storm, Sarah auf Mystery und Hannah auf Cayenne, die den Horse Club bilden. Und das ist einfach eine Clique aus vier Mädchen, die abenteuerlustig sind und die ganz viele tolle Geschichten rund um Pferde erleben. Schön. Und jede Puppe an sich kann man auch noch mal frei bewegen. Genau, das sind jetzt voll bewegliche Figuren, die eben sowohl die Arme bewegen können, als auch die Beine und auch im Knie beweglich sind, sodass sie auf den Pferden reiten können. Ah, das ist ja schön. Und gibt es denn zu den Spielfiguren auch noch Hörbücher oder Bücher? Genau, es gibt ein komplettes Storytelling-Paket außenrum. Das heißt, es gibt vier Bücher, in denen die Mädchen ihre Geschichten rund um die Pferde erleben. Es gibt Hörbücher dazu. Es gibt auch noch weitere Lizenzartikel. Es gibt beispielsweise einen Sammelkoffer, in dem die Pferde mitgenommen werden können, wenn man unterwegs ist, sodass man seine liebsten Produkte immer dabei hat. Genau. Also die Geschichte live zum Anfassen sozusagen. Genau, richtig. Und die vier Mädchen sind im Grunde der Anfang, um die herum dann ganz viele weitere Großprodukte auch entstehen in 2018. Genau, das habe ich da hinten auch schon gesehen. Es gibt ja noch ein riesengroßes Zubehör, also quasi eine komplette Landschaft. Ja, genau. Vom Café bis hin zum Country Club, den würde ich mir auch gerne nochmal angucken. Ja, dann gehen wir direkt mal rüber. Was haben wir denn jetzt hier? Das ist das Horse Club Café, das auch im zweiten Halbjahr 2018 auf den Markt kommt, im September. Und es ist ein weiterer Ort, an dem sich die Horse Club Mädchen treffen in ihrer Freizeit. Da können sie dann draußen auf der Terrasse sitzen und einen Cupcake genießen. Ihre Pferde haben natürlich auch entsprechend Platz und können angebunden werden, weil die Mädchen ja immer mit ihren Pferden unterwegs sind. Und im Café hilft auch der Kellner Tom aus, der so zwischendurch mal ein bisschen kellnert. Und in der Geschichte ist er ansonsten auch als helfende Hand auf dem Hof zugange, auf dem eines der Horse Club Mädchen lebt. Und da kommen wir jetzt zu den Ställen, richtig? Ja. Und das ist ebenfalls wieder die Kombination aus Wohnhaus und Stall. Das heißt, wir haben wieder Platz für die Pferde, die hier verpflegt werden können, die auch entsprechenden Auslauf haben mit ihrem Futter, die dann da in den Boxen stehen. Kann man quasi sozusagen ein Pferd rausgucken lassen. Das ist ja nett. Genau, denn richtig. Jedes Pferd dann auch seinen eigenen Stall mit der eigenen Beschriftung. Also hier wurde tatsächlich mit ganz viel Liebe zum Detail gearbeitet. Genau, da können die Mädels dann ihre Pferde rundum versorgen. Schön, und das ist das Wohnhaus der Mädchen, genau. Und man hat eben alle Funktionen, die sich die Mädchen so wünschen. Zum Beispiel hier einen geheimen Durchgang unter das Dach nach oben, wo man dann mit dem Fernglas die Sterne beobachten kann nachts. Ach, da ist ja auch die ganz kleine. Da ist die kleine Katze auf dem Tisch, genau. Und hier im Kamin brennt das Feuer. Guck mal. Also es gibt alles, was so ein klassisches Haus für Kinder zu bieten hat. Alles, was das Mädchenherz begehrt. Ja. Wunderbar. Schade, dass ich kein kleines Kind mehr bin. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.